Der beste Marathonläufer der Schweiz startet in seine letzte Saison. Der Kerzerslauf ist für Viktor Rödli eine erste Standortbestimmung. Als bester Nicht-Afrikaner läuft der Europameister auf Rang 10. Für die 15 Kilometer braucht er rund 46 Minuten. Ich bin jetzt ganz weit weg von meinem nächsten Marathon. Sprich, es geht jetzt darum, eigentlich in die Form zu kommen, dass ich dann trainieren für den Marathon trainieren kann. Und wenn ich jetzt heute über die 15 Kilometer, die ja nicht flach sind, 3:07 gerannt bin, ist es eigentlich ein sehr gutes Zeichen und zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Nicht nur für die Profis, sondern auch für um die 9'000 Hobbysportler ist der Kerzerslauf der Auftakt in die Laufsaison. Sie brauchen zwar durchschnittlich doppelt so lange wie der Viktor Rödlin, Zeit ist aber zweitrangig. Es überwiegt die Freude an der eigenen Leistung. Super, unglaublich wirklich. Ich hatte unglaublich Spass. Es war eine harte Strecke, aber sensationell, die Stimmung und alles. Und ich bin unglaublich glücklich. Oh, schön, das Wetter hat natürlich gestimmt heute. Am Schluss ist es noch ein bisschen warm geworden. Einfach geil. Der beste Lauf, den ich je gemacht habe. Sehr gut. Sehr gut, wirklich. Der erste Teil ist flach und dann kommt da der Ramsey Hill. Aber schon gut gegangen, haben wir springen. Super, jetzt super. Ja. Zwischen hat es manchmal so ein bisschen Hänger gegeben, aber durch das die Strecke immer rauf und runter ist, hat man sich ja zwischen wieder erholen. Der Kerzerslauf ist für den bald 40-jährigen Obwaldner die Vorbereitung auf sein letztes grosses Ziel, Time EM in Zürich. 3 Wochen nachher organisiert der Marathonmeister ein Abschlussevent nach dem Vorbild des Kerzerslaufs. So ein Dorf wie Kerzers, das ist eben vergleichbar mit dem Dorf, wo ich meine Event organisieren, wie die das machen, da kann ich sehr viel abschauen. Da ist sehr viel Herzblut dabei, Professionalität und extrem gute Ideen. Und die machen das wirklich super da. Ob der Viktor Rödlin auch nächstes Jahr als Nicht-Profi am Kerzerslauf teilnimmt, weiss er noch nicht.